Super Circuit Meter Mod Spotlight Teil 2. Und ja, erstmal Entschuldigung für dieses holprige Mod Spotlight. Zum einen gab es und wird es gleich auch noch ein paar Probleme geben, wo ich halt ein bisschen experimentieren muss. Und zum anderen habe ich festgestellt, dass diese erste Folge viel zu lange geworden ist. Im Endeffekt, es waren zwei Folgen. Deswegen der Cut beim letzten Mal und es geht gleich weiter und es wird ein weiteres Mod Spotlight Teil 3 hier zu kommen, weil wir sind immer noch nicht fertig. Nur dazu und ich hoffe dann, dass dieser dritte Teil, nachdem ich das ab alles Revue passieren lassen, besser wird als der zweite Teil. Und darum, bis später und viel Spaß beim Zuschauen. Schauen wir uns kurz an, wie man sowas baut. Bevor wir aber damit anfangen, will ich euch noch was zeigen mit den Blueprints. Haben ja unseren super genialen Blueprint gebaut. Ich glaube, das war der hier. Oder? Acht winziger Investoren. Nee, das war er nicht. Dann war es der hier. Haben wir unseren super genialen Blueprint gebaut. Und wenn ihr den in der Hand habt, könnt ihr sagen SCM. Und da gibt es Import und Export. Und dann könnt ihr sagen Export und dann legt ihr auf GitHub ein Gist an. Da unten ist die URL. Und diese URL, die könnt ihr dann halt euren Leuten, mit denen ihr arbeiten möchtet, oder irgendwelchen YouTubern oder irgendwelchen anderen Leuten geben. Und die können sich dann über SCM Import dann die URL benutzen. Da braucht man dann einen leeren Blueprint in der Hand. Und dann kann man die Blueprints importieren. Und das habe ich gemacht mit einem genialen Teil, und zwar eine Ziffernanzeige. Ich habe hier ein Beispiel. Machen wir Redstone ohne Ende. Ein kleines Häufchen Redstone kann ich ohne weiteres machen. Um nur mal zu zeigen, was man wirklich machen kann damit. Da ist es. Und dafür baut man dann diesen komischen Schaltkreis, den wir hier hinten haben. Theoretisch. Den kann man dann hier hinpacken. Dann müssen wir den nur noch verbinden. Und ja, der ist verkehrt. Muss mich hier unten hin. Und dann kriegt er sowas. Das ist der Blue Circuit of Death. Im Endeffekt ist dieser Schaltkreis abgestürzt. Ist total cool gemacht von Amadoris, der den Sword entwickelt hat, weil nicht der ganze Server hängt sich ab, sondern halt nur der Circuit. Höchstwahrscheinlich, weil ich jetzt den da habe. Ja, den kriegt man auch momentan nicht mehr weg. Platte hin. Also da gibt es irgendeinen alten Bug. Wo ist der Squeaky? Nie vergessen, die Dinger sauber zu machen, weil da war schon was drauf und deswegen habt ihr nachher ein Problem. Und es wird schon wieder dunkel. Probieren wir es nochmal. Der muss gedreht werden. So. Zur Erklärung, wenn ihr euch dann auch das Video anschaut, was ich unten nachher reinlinke, in der Erklärung, wo ihr diese super geniale eigentlich Anzeige herbekommt,
der das gemacht hat, hat das so gemacht. Hier oben ist weiß, da ist dann orange. Habe ich nicht gesagt, hell? Magenta und blau. Und dann muss man halt die Schalter so aufbauen. Ne? Hier vorne ist weiß. Und wenn ich dann das verbinde, so, und die Schalter umlege, dann sollte das funktionieren. Bei mir funktioniert es nicht. Ich weiß nicht wieso, ist aber auch egal. So. Wie gesagt, man kann coole Sachen machen. Und zwar mit diesen kleinen Plättchen, die schauen wir uns gleich an. Hier haben wir den Redstone-Schalter, den ich gebaut habe. Ne? Man kann ihn nehmen. Ups. Und auch zum Beispiel in einen anderen Redstone-Schaltkreis reinpacken. Da kriegt man so eine kleine CPU. Und dann müsst ihr aber nämlich wissen, wo die Ein- und Ausgänge sind. Weil die zeigt euch nicht an. Ja, also, so ein Tipp ist dann, packt den irgendwo hin, wo ihr genau wisst, wie der aussieht. In der genau der gleichen Orientierung wie der, macht ihr euch dann eine Kopie. Und den Blueprint packt er dann hier drauf. Das ist jetzt eine kleine CPU. Die ist nicht besonders groß. Aufgrund dessen, dass die Komplexität nicht so groß ist. Ja, rechte Maustaste ist unter 1. Je komplexer die Schaltkreise sind, der ist auch noch unter 1, umso größer werden nachher diese Chips auf dem Chip. Die Zirkels auf dem Zirkels. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja. Und wie baut man sowas? Oder wie baut man eine Nullzelle? Dafür gibt es diese Stockbündel. Packen wir die mal zurück. Oder diesen Redstone Stock. Und die nicht leitenden winzigen Plättchen. Oder die winzigen Plättchen. Schauen wir uns das mal an. Hier vorne irgendwo hin. Machen wir mal die Nullzelle. Also wir wollen von hier vorne. Man kann auch Drag und Drop machen. Funktioniert aber nicht ganz. Ne? So. Da rein. Da raus. Zack. Und da hinten. Und zwei Schalter. Cool, ne? So, wenn ich jetzt einfach nur hier hingehe und von hier aus rübergehe und sage hier rein und da raus, dann habe ich halt das Problem, ich den anmache, gehen beide an. Will ich ja nicht. Färben. Coole Idee, ne? Funktioniert aber auch nicht, weil wenn ich jetzt hier Orange draus mache, dann seht ihr, das Kreuz wird auch orange. Dann kann ich den an- und ausmachen. Ups. Und den an- und ausmachen. Dieses Standardgrau verbindet sich mit allem. Nur so als Tipp. Und wenn ich dann hingehe und sage, das ist jetzt Magenta. Ja. Dann haben wir mal wieder eben Back im Schaltkreis. Aufnehmen, hinsetzen, aus, aus. Der funktioniert auch. Irgendwie falsch. Ja. Wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich, dass nur einer geht. Und wenn ich jetzt den grauen setze, dann funktioniert es nicht. Ist noch ein bisschen buggy. Orange.
Aber wird besser. So. Deswegen schaut euch auf jeden Fall an, wenn ihr eine neue Version habt, ob die neue Version halt neue Features haben. So, wie kriege ich jetzt diese Nullzeit hin, die Nullzeit hin, also wie kriege ich so ein Brückchen da drüber? Dann braucht ihr diese Redstone mit benötigten Stücke. Die könnt ihr dann irgendwo hinsetzen, dann seht ihr, da kommen so Dinger hoch. Plupp, da ein. Und da ein. Und dann habt ihr die winzigen Plättchen. Und die könnt ihr dann da hinbauen. Und dann könnt ihr da das Redstone drauf packen. Und dann müsst ihr noch hingehen und das einfärben. Also der, der oben geht und der oben drauf ist. Nein, nicht grau. Nee. Das Redstone weg. Den dahin. Und der sollte eigentlich funktionieren. Genau, der Redstone, der kann nur die Standardfarbe. Und wenn ihr verschiedenfarbige haben wollt, dann müsst ihr diese mehrfarbigen nehmen. Das ist jetzt das Einzige, was mir jetzt momentan dazu einfällt, ehrlich gesagt. Dann seht ihr auch, dass da oben die Farben rauskommen und dann könnt ihr hier unten sehen. Probieren wir mal. Warum nicht? Miniaturlampen. An. Okay. Aber verbindet sich nicht mit dem Dings, ne? Mit dem Kabelbundle. Augenblick. Die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Hier verbindet sich das. Hier ist es auch grau. Es sollte sich da eigentlich auch verbinden. Ah. So, nochmal. Da und dann müsst ihr unten drunter klicken. Das war das. Genau, ich wusste, wie geht. Unten drunter klicken mit dem normalen Redstone und dann könnt ihr dann entsprechend die die Schaltkreise machen. Ups. Und jetzt geht's. Nur den und nur den. Es gibt noch diese nicht leitenden winzigen Plättchen.
Die kann man auch brauchen, und zwar, wenn ihr... Das ist so. Wenn ihr zum Beispiel hier vorne dann ein... ein Plättchen hinbaut. Und eine Lampe. Dann verbindet die sich ja. Ist auch, aktuell ist die an. Und jetzt ist sie aus. Und... Jetzt habe ich den unten drunter kaputt gemacht. Wenn ihr ein normales nimmt, dann habt ihr auch nichts. Ja, ist also kein Unterschied. Aber wenn ihr halt hier ein Stockbündel, warum auch immer, habt, könnt ihr da oben dann ein nicht leitendes Plättchen drauf packen. Und selbst wenn ihr unten, warum auch immer, dann das Orangen ist, ja, bleibt die Lampe aus. Also da kommt von unten kein Signal nach oben. Ja. Und es wird schon dunkel. Das ist halt die Idee dahinter. Es gibt noch mehr. Die wichtigste Funktion, habt ihr eben schon mal kurz gesehen, ist mit dem Schraubendreher einfach auf den jetzt schon na, auf den Redstone draufklicken, rechte Maustaste, dann wird das abgedeckt. Bedeutet, ihr habt keine Updates. Also, ihr habt ja eben schon gesehen, der Redstone verändert sich nicht. Ihr habt also keine Block-Updates, und wenn ihr den so einkapselt, dann habt ihr gar nichts mehr, auch wenn ihr irgendwie hier die Enderpulser habt oder andere Sachen, ne, wie der hier. Der macht dauernd Chunk-Updates. Mal F3 reingucken. Sollte er eigentlich Chunk-Updates machen? Macht er trotzdem nicht. Super cool. Damit könnt ihr halt die Logik zumachen. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit zu sagen, ihr habt einmal nur Redstone oder Bundle Cable, was reinkommen kann. Beziehungsweise Redstone und Bundle Cable in dem Fall ist auch analog. Von 0 bis 255. Nicht wie Redstone von 0 bis 15. Und andere Sachen. Aber das schauen wir uns dann später an in einer anderen Mod Spotlight im zweiten Teil, weil das Ding wird recht lang. Und wir haben uns noch nicht wirklich alles angeschaut. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.